und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Wir sind immer noch im Umzugsstress. Und zwar werde ich jetzt mit der lieben Molly, ich weiß gar nicht, wer die so benannt hat. Warum heißt sie eigentlich Molly? Warum heißt Georg Georg? Keine Ahnung. Siehst du? Aber warum der Götterdrache heißt, wissen wir. Der ist halt der übelst krasse Gott. Ist halt einfach so. Ich weiß auch nicht, was ich anderes dazu sagen soll. Das, ja, ist so. Ich sehe einen Pteranodon. Level 92, der muss ich zähmen. Nee. Wie, nee. Zu low für dich? Ja, keine Zeit. Ja, ich komme schon geflogen. Da, 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 da. Ah, ich bin bald da. Stimmt. Ja, irgendwie hätte ich mir das schneller vorgestellt. Tja. So, ich bin jetzt hier, ich sehe einen Langhals. Das ist ja voll weit, alles. Und wenn ich jetzt durch diese Baumkrone fliege, sehe ich unsere Base. Wuhu. Und ein Quetzal. Tatsächlich auch mal hergeschafft. Ja, wollen wir denn zuerst die Foundation setzen oder beides parallel? Ja, das ist parallel. Nimmst du die Foundations oder die Ich Wände? habe schon Wände genommen. Okay. So. Und zwar. Ich baue die Foundations dahinter, ne? Du baust die Foundations auf der anderen Seite drüben. Da musst du eine Reihe noch setzen, damit das. Was machst du? Foundation setzen. Warum hier? Hä, wo denn sonst Andere hin? Seite vom Fluss? Hast du das überhaupt hier angeguckt schon mal? Hä, warum soll ich hier Foundation setzen? Hier kann ich Damit wahrscheinlich. das gerade geht und nicht tief. Also hier kann ich eine hinsetzen. Hier auch. Und das machst du jetzt, bis da hinten wieder passt zusammen. Ich hoffe, du schaffst diese Aufgabe. Ah, fuck. Nö, schaffe ich nicht. Easy. Ah, ich kann ja einfach da dran snappen. Easy. Nix, ich rede mit mir selber. Du brauchst gar keinen Stress haben, dass ich hier alle Ressourcen verbrauche. Machst schon wieder alles kaputt. Ja, hier funktioniert das nämlich nicht.
Lecker. Jetzt weiß ich bis wohin. Ja. Aber warum konnten wir nicht da hinten schon anfangen? Wie meinst du? Wo ich die hingesetzt habe. Es nicht so ganz einfach ist, das über die Distanz richtig zu setzen. Du hast ja schon über Wände gesetzt. Und aber die Foundations kommt eine innen, eine außen. Richtig? Nee. Nicht. Wie nee? Warum außen? Damit wir da die Pflanzen draufstellen können. Ja, die Pflanzen kommen ja oben drauf. Nein. Du kannst die Pflanzen davor ja einfach auf den Boden stellen. Du brauchst ja keine Foundation. Und warum machen wir dann zwei breit? Damit man mehr Pflanzen draufstellen kann. Aber die stellen wir doch auf den mehr Boden. Mehr Gatlings. Ja. Vertrau mir, wir machen das so. Vertrau mir, da bin ich schon früher mit verraten worden. So, das klappt auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Na? Ja, ich habe ein anderes Problem. Hier kann ich nicht bauen. Ja, obscured und so. Kann ich hier dran snappen? Moment. Ah, du bist mit den Foundations noch nicht fertig, oder was? Nee, natürlich nicht. Fuck, ey. Komm, geh da dran. Das ist mir jetzt alles viel zu hoch. Das bleibt jetzt so. Ich baue jetzt erstmal den Strauch hier ab. Der Strauch, der nicht abbaubar ist. Angst, dass dort dann einfach alle Foundations abgerissen sind, wo du jetzt gerade bist. Wahrscheinlich. Kann passieren. Nee, aber ich brauche jetzt ein bisschen Thatch und dann mache ich diese krasse Scheiße hier wieder. Mit den Thatch Walls und so muss ich machen. Mit den, ja. Du hast Götterdrache entführt. Natürlich. Gib den wieder. Nee. Wahrscheinlich bist du schon einmal komplett rum, wenn ich das da fertig habe. So. Fiber, Fiber. Alter! Ich brauche noch einmal Tetch! Ist das dein Ernst? Du bist so ein Noob. Du sabotierst den Bau. Du sabotierst den Bau du, einfach. Du sabotierst nur. Den Bau. Du sabotierst hier du alles. Du hast schon zwei Foundations verschwendet, mindestens. Du sabotierst mein Leben. Bitte. Du machst einfach hier alles kaputt. Soll ich die anderen Foundations jetzt abreißen dann? Nee, lass die. Die sind ja dann die innere Wand. Ja, ich dachte, es gibt keine innere Wand. Doch. Ich dachte, es gibt keine äußere Foundation. Ja, es ist keine, nicht... Du hast es ja so gesagt, du willst die Foundation vor die Wand setzen. Was ich will, das verstehst du nicht. Ja. Du willst, das ist mir ein Rätsel. Ja, du
verstehst einfach nicht, was hier Sache ist, wie das hier vernünftig aussehen muss. Stimmt. Ich habe keine Pille. Dann solltest du vielleicht welche machen. Ey, ohne Scheiß, das dauert hier noch Stunden. Ich bin bald mit einer Runde fertig. Ich habe ja auch nicht so viel Wood mitgenommen. Fuck, ey. Wood. Wooden Pillar. So, ich baue erstmal 4 Stück, kann ich bauen. Sehr gut. Stone Foundations, ihr seid erstmal Nebensache. Ihr kommt dahin. So. 7. Ist jetzt Wooden Pillar. Zack. Und jetzt kann ich theoretisch. Warum ist das jetzt so passiert? Sehr gut. So sollte es doch sein. Okay, dann baue ich den Scheiß hier mal wieder ab. Und weiter geht's. Das ist übrigens nicht umständlich, was wir hier machen. Das ist eine normale Ark baut. Hier ist ein Paracera Level 116. Und was macht der? Der chillt hier rum an unserer Wand und kommt nicht nach vorne und nicht zurück. Okay. Ja. Darf er. Fertig. Jetzt geht's hier weiter. Aber was echt blöd ist, dass du die Pflanzen nicht abgebaut hast. Die kann man nachher nicht mehr so gut abbauen. Ja, du kannst mit dem Mammut hingehen, einmal zuschlagen oder mit dem Bronto und die sind weg. Nein, das geht nicht. Das hast du gar nicht Okay. richtig bedacht, alles. Okay. Wenn du das sagst. So, ich werde jetzt. Wie mache ich das denn jetzt? So. Ich baue jetzt 9, 8, 8, 7, 6. Wie sie. Verstehe das hier alles nicht. So. Okay, der ist nicht höher gesetzt worden, aber ich konnte ihn setzen wegen meiner Konstruktion. Also, das wird alles EZ. immer, immer krasser. Meine Zuschauer werden in dieser Folge auf jeden Fall ordentlich entertained. So, bau das da dran. Und da dran. Wie viele Jahre hast du dafür gebraucht? Ein, zwei Stunden. Fertig. Guckt euch dieses Meisterwerk an, diese gerade Mauer. Hey, du bist ja noch voll nicht weit. Ich weiß gar nicht, was du die ganze Zeit machst hier.
Hab gerade einen Bronto gekillt. Da kommt ein Stego angerannt. Nee. Hä? Ach, die sind echt noch im Makro. Komm, ich helf dir, sonst stirbst du nachher noch. Stimmt. Also ich hab easy peasy einen Level 72 getötet. Ja, dann leg dich mal mit dem Paracera dort hinten auch an. Okay. Mit dem Parasaurus lege ich mich an. Krasser Typ. Ey, ohne Schaden zu nehmen. Ich hab's einfach nur richtig krass drauf. Mich weggeschubst. Oh, was machst du da eigentlich? Du hast mich weggeschubst. Warte, ich muss dich mal da wegnehmen. Noob. Ich lass alles fallen. Jetzt soll ich von da zurücklaufen. Tschüss. Ja. Da, ich habe noch einen Spielfreund für dich. Ja? Ja. Hier. Was ist der? Hat dich, glaube ich, noch nicht gesehen. Warte, ich bringe ihn näher zu dir. Ach, da. Lol. Der ignoriert dich irgendwie. Jetzt? Ja, jetzt darfst du laufen. Ich kann nicht mehr mithelfen, na toll. Ja, du wolltest mich grabben. Ja, weil du die Wände alle. Du hast ja bestimmt schon jede zweite Wand hast du falsch gesetzt. Nee, nur die eine, weil du mich weggeschubst hast. Ich hab hier niemanden weggeschubst. Dem Agentavis. Doch. Ich kämpfe jetzt gegen das Schwein. Das zähmt mich jetzt. Mach das. Du sabotierst mich ja nur, wenn ich irgendwas mach. Nee, du hast mich sabotiert. So, unconscious. Es wird sterben, es liegt im Wasser. So. Not enough stamina to jump. Okay, ich ertrink. Sehr gut. Ist natürlich meine Schuld. Natürlich. Ich greife jetzt den Paracer an.
Ja, ich würde sagen, da Gerd die ganze Zeit den Bauch hier sabotiert, beenden wir jetzt mal die Folge. Ich fahre jetzt zu ihm hin, hau ihn einen rein und vielleicht baut er dann ja mal vernünftig weiter. Der hat nämlich hier Werden noch, wir sehen. der hat noch gar keine einzige Steinwand hier verbaut. Nichts, überhaupt nichts. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja.